Nach einer überstandenen Covid-19-Erkrankung ist für viele Betroffene nichts mehr, wie es vorher war. Sie gelten als genesen, fühlen sich aber noch nicht wieder gesund. Professor Dr. Uwe Jürgens behandelt täglich Patienten, die eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden haben. Er kennt die besonders gefährdete Gruppe genau. Es sind Patienten, die in einem schlechten Zustand sind. Es sind Risikopatienten, häufig ältere Patienten. Es können auch Jüngere in schlechtem Zustand sein, körperlichem Zustand, die eine häufige Wahrscheinlichkeit haben, die Erkrankung zu bekommen und auch längerfristig ein Post-Covid-Syndrom damit leider zu haben. Das Virus kann so ziemlich jede Zelle des Körpers angreifen. Und so stellen sich auch die Corona-Langzeitfolgen vielschichtig dar. Patienten berichten unter anderem von Atembeschwerden, Schmerzen und anhaltender Erschöpfung. Die Asklepios Nordsee-Klinik hat ein Behandlungskonzept zur stationären Rehabilitation für Post-Covid-Patienten ausgearbeitet, das sich an den Bedürfnissen ihrer Patienten ausrichtet. Neben der medizinischen Behandlung der körperlichen Beschwerden wird in den Therapieanwendungen auch an der Leistungsfähigkeit der Patienten gearbeitet. Es ist die wichtigste Chance, die so ein Patient hat, an einer Post-Covid-Reha teilzunehmen, weil er multiple Probleme von der körperlichen Leistungsfähigkeit, organbezogene Einschränkungen und der psychischen Problematik, sei es durch Quarantäne, sei es durch stationäre Aufenthalte, sehr stark abgebaut hat. Und das kann sich nicht von selbst rekonstituieren und braucht zu lange. Deswegen ist die Post-Covid-Reha gerade unter Nordseeklima, unter alten Bedingungen, das Beste, was wir so einem Patienten anbieten können. Und man muss fairerweise sagen, viele haben auch eine Chance, wirklich vollständig durch all unsere Maßnahmen zu genesen. Oliver Gosewinkel erkrankte 2020 an dem Coronavirus und hat seitdem mehrere Krankenhausaufenthalte hinter sich. In der Asklepios Nordsee-Klinik hat er nun eine Anschlussheilbehandlung begonnen. Nach Corona war ich ziemlich am Nullpunkt, körperlich und auch von der Psyche. Was sich dann aber hier sehr schnell geändert hat. Ich habe sehr schnell Fortschritte gemacht oder machen können und bin jetzt weiter noch auf dem guten Wege, dass es nach oben geht. Die Schlafstörungen sind nicht mehr ganz so extrem und auch die Probleme beim Gehen haben sich wesentlich gebessert. Das Nordseeklima der Insel Sylt hat eine gesundheitsfördernde Wirkung für Körper und Geist. Patienten mit Atemwegserkrankungen profitieren besonders vom hohen Salzgehalt der Meeresluft. Also ich habe mich für die Reha auf Sylt entschieden, weil das ganze Umfeld hier für mich sehr positiv aussah und sich auch sehr positiv bestätigt hat für mich. Ich konnte hier sehr gut runterfahren und auch wieder körperlich hochkommen, was vielleicht an anderen Orten nicht so gelaufen wäre. Zu den möglichen Langzeitfolgen zählen mitunter neurologische Symptome, von denen auch Josef Plein nach seiner Covid-19-Erkrankung vor 5 Monaten berichten kann. Es spielt auch ein Stück Vergesslichkeit da schon mit einer Rolle, dass ich wirklich überlegen muss, Moment, wie hieß das nochmal, wie war das nochmal? Also da merke ich richtig, da sind einige Gedächtnislücken regelrecht. Und körperliche Symptome sind unter anderem auch noch in den Beinen zu spüren, Taubheit und Nervengefühle, die vorher so nicht da waren. Zusätzlich ist mein Geruchs- und Geschmackssinn nach wie vor nicht mehr da. Und wie gesagt, die 2 Ziegelsteine auf der Brust auch nach wie vor. Die Asklepios Nordsee-Klinik nimmt sich während der Rehabilitation auch dieser Spätfolgen an, sodass bereits nach kurzer Zeit eine Steigerung der Lebensqualität angestrebt wird. Auch Herr Plein hat sich nach seiner ersten Woche in der Nordsee-Klinik ein festes Rehabilitationsziel gesteckt. Ich gehe davon aus, dass mein Gesundheitszustand sich schon hier verbessern wird. Das kann ja gar nicht anders sein. Und von daher bin ich da guten Mutes, dass mir die Anwendungen, zum Teil jetzt Atemübungen oder Lungenfunktionstest oder Anwendungen
dieser Art, die werden mir schon helfen. Davon gehe ich aus, dass ich mit verbessertem Zustand, Gesundheitszustand wieder nach Hause fahren kann. Es ist der beste Ort in Deutschland, den wir uns für eine Post-Covid-Reha zurzeit aussuchen können. Wir haben hier ein Nordseeklima mit allen Vorteilen, insbesondere einem relativ hohen Salzgehalt, mit einer Anti-Covid, antibakteriellen Effekt, sodass auch Viren sogar darunter absterben können, wie inzwischen bekannt ist. Und das in Kombination mit einem erprobten Reha-Team, mit erprobten Leistungen, die wir draußen am Strand unter Meeresatmosphäre selbst durchführen können. Das sind Möglichkeiten für die körperliche Entspannung und den Leistungsaufbau und den Reha-Erfolg zu sichern.